Hallo Freunde, schön dich wieder zu treffen. Unsere News-Themen für heute sind: ein unerwartetes emotionales Geständnis von Beatrice Egli. Das hat Florian Silbereisens Freundin jetzt richtig verraten. Beim gemeinsamen Auftritt in der TV-Show die berühmte Strandparty an deinem Geburtstag, endlich lebendig. Zum 40. Geburtstag von Florian Silbereisen wurde die Zuneigung von Beatrice Egli zur 7 Jahre älteren Moderatorin deutlicher. Die Sängerin betonte offiziell, dass sie und Flori nur gute Freunde seien und machte sich in der Show sogar über das Gerücht lustig, dass sie ein Baby von ihm erwarte. Krieg aber ist ihr Lachen echt? Beatrice kann ihre Gefühle nicht mehr verbergen. Schließlich sagt Beatrice selbst oft, dass sie sich nach Kindern sehnt, und macht keinen Hehl daraus, wie sehr sie Florian mag. Doch während Schlagersänger immer auf der Suche nach öffentlicher Nähe sind, sind Moderatoren vorsichtiger. Dieses Verhalten scheint Beatrice immer mehr zu verletzen, bis zu dem Punkt, an dem sie das Aussehen eines immer fröhlichen, sorglosen Musikstars nicht mehr aufrechterhalten kann. Im Internet auf Instagram verriet sie laut Das Neue Blatt kurz nach ihrem Auftritt mit Flori ihren Fans ihre wahren Gefühle: Ich liebe es, dich jeden Tag in meine Welt zu bringen, ist so perfekt. Aber manchmal fehlt mir einfach das Wort, so Beatrice. Und darüber hinaus, es gibt Tage wie heute, da überwältigen mich Bilder aus der Welt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin außer Atem und weinen, während ich das schreibe. Aber das wollte ich auch mitteilen Sie heute und hoffe, Sie verstehen, dass ich manchmal auch die Welt für ein bisschen stoppen und zu einem besseren Ort machen möchte. Beatrice möchte die Lücke füllen? Was für ein Ausbruch der Entfremdung, der so viel darüber verrät, wie sensibel, verletzlich und ängstlich die Frau hinter dem glitzernden Aussehen des Popstars wirklich ist. Und sie sehnt sich nach jemandem wie Florian, der sie in schwierigen Zeiten unterstützt und sicher ist. Ihre Besteigung des Matterhorns mit aller Kraft nur wenige Stunden nach dem Geständnis passt ins Bild. Eine solche Herausforderung suchen vor allem diejenigen, die eine große Leere in ihrem Leben verspüren. Eine Leere, der Fohl Beatrice kann nur von Flori gefüllt werden, dem Mann an ihrem Herzen. Ihr Lachen für Bergfotografen verbirgt es nicht. Denn jetzt wissen wir, dass hinter ihrem hübschen Lächeln mehr Tränen stecken, als wir bisher vermutet haben.